Ja, Freunde, da bin ich zurück und ich habe es nun endlich rausgefunden. Und zwar, diese wunderschönen Teile müssen exakt so stehen, dass halt da der Schlitz kommt und wie das Ganze da aufheben können. So weit war ich ja schon, nur mir fehlte die Position. So, und wenn wir jetzt einmal links, einmal rechts gedreht haben, haben wir immer halt von unten nach oben angefangen, die Teile zu drehen und eine ist dann immer stehen geblieben. Und so konnten wir sie jetzt so platzieren. Wenn wir jetzt unsere Sense nehmen und sie dann dort benutzen, haben wir nämlich genau das, was ich haben will. Platz. Genau, und wir können sie hier öffnen. Ja, wieder ein geiler Sound. Also gut, Matche. Du kannst jetzt rauskommen. Matche? Wo ist sie hin? Tja. Junge, der Alleszerkrümler und ich haben es der Tür aber kräftig gegeben. Die machen wir wieder zu. Ach so, das ist meine Grafikspur. Oh, Raoul. Es tut mir so leid. Genau, und da haben wir. Scheint, als hätte ich die Kontakte zerstört, als ich mit dem Alleszerkrümler gearbeitet habe. Genau. Und die Sense kommt uns jetzt noch einmal zugute. Warum ist die Tür geschlossen? Es war die einzige Möglichkeit, der Wind? Oh. Ja, sie ist ein wenig traurig, aber das haben wir gleich wieder. Ein wenig wieder aufgepeppt. Hier schauen wir uns jetzt erstmal. Hey, das ist mein Zimmer. Geh und verbrauch die Luft in deinem eigenen Zimmer. So, jetzt muss ich mich noch dran erinnern. Und zwar, wir haben hier irgendwo. Diese selbstgebaute Sprinkleranlage sieht aus, als würde sie jeden Moment auseinanderfallen. Ah, die Raffi-Spur ist auch wieder da. Was ist in den Koffern? Sieh hinein. Es sind all die Doppel-N-Tickets, die Hector und Dom die letzten Jahre über gestohlen haben. Jedes einzelne von einer guten Seele gestohlen, bloß um hier herumzuliegen. Das ist es. Was? Sie liegen herum. Das ist es, was hier nicht stimmt. Als ich noch ein Bombenverkäufer war, habe ich andauernd Doppel-N-Tickets gesehen. Und sie waren sehr zappelig. Was soll das heißen, zappelig? Sie werden in der Nähe menschlicher Seelen zappelig und fliegen auf ihre Besitzer zu. Doch diese Karten und die in Charlies Koffer sind anders. So, als wären sie tot. Wieso sollten Hector und Don Koffer mit gefälschten Doppel-N-Tickets horten? Wieso sollten Hector und Dom Koffer mit gefälschten Doppel-N-Tickets horten? Achtung, Feuerlöschsystem, nicht berühren. Aber irgendwas? Was gibt's denn hier draußen noch? Gibt's hier irgendetwas? Ach da, genau. Müssen wir. Hulla, hulla. Oh, da gehen wir hin. Komm, stell dich nicht so an, Manni. Essa cosa ist schwer. Genau, jetzt benutzen wir die mal. Na? Hä? Och Mano! Wieso? Achtung, Feuerlöschsystem, nicht berühren. Vielleicht habe ich die nur falsch hingelegt. Mann, du sollst es hinlegen! Hinlegen! Hebt ihr das auf? So, und jetzt? Gut, also hier nicht. Haben wir hier draußen. Hä? Wieso geht der jetzt wieder rein? Ah, geht doch.
Mann, waren die Leute früher groß. Tja, allerdings, aber irgendwas habe ich hier vergessen. Danke, dass du mich nicht ersprossen hast. Hör mal, es tut mir leid. Ich hätte dir trauen sollen. Es ist nur so, die letzten 2 Jahre waren doch ziemlich hart. Tja, sind sie nicht alle hart für uns. Achtung, von das hebe ich nicht auf. Dann benutze es! Wieso? Diese selbstgebaute Sprinkleranlage sieht aus, als würde sie jeden Moment auseinanderfallen. Der einzige Ausweg, den ich sehe, ist durch die Lüftung. Richtig, so, jetzt aber. Nein, immer noch nicht. Diese selbstgebaute Sprinkleranlage sieht aus, als würde sie jeden Moment auseinanderfallen. Wieso sollten Hector und Dom kommen? Der einzige Ausweg, den ich sehe, ist durch die Lüftung. Das ist dann wohl der große Bruder vom Steinhammer. Ja. Alter, leg's mir am Arsch. Manni, nein, bitte. Ich brauchte... Oder, nee, dann schlepp ich's mal zurück. Manni, leg's nur ab. Nur ablegen. Ablegen! Ja. So, was ist denn da oben? Kann ich da... Nein, da kann ich nichts gucken. Und diese Grafikspur geht mir auch so langsam auf den Nerv. Achtung, Feuerlöschsinn. Das hebe ich nicht auf. Ach Quatsch, da will ich doch gar nichts. Nein, das kann ich wieder wegstecken. Stück. Da. Warum musst du das aufheben? So, ich glaube, das war irgendwas mit den blauen Fliesen. Hatte das was zu tun? Da muss doch irgendwo Wasser rauskommen, Mann! Ich bin doch nicht so eine Schugge. Diese selbstgebaute Sprinkleranlage sieht aus, als würde sie jeden Moment auseinanderfallen. Der einzige Ausweg, den ich sehe, ist durch die Lüftung. Der einzige, das hebe ich nicht auf. Bin ich denn so mischugge? Nicht einmal damit komme ich dran. Damit? Ja, jetzt. Nicht einmal damit komme ich dran. Ja. Und jetzt auf der rechten Seite, wenn ich jetzt den Hahn aufmache, genau. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sich der Raum füllt. Dann lassen wir uns mit dem Wasser raustreiben. Ja, endlich. Also, ich bin irgendwie enttäuscht. Ich nicht. Wir schwimmen nicht oben, schon vergessen? Dumm. Ach so, ja, okay. Diese selbstgebaute Sprinkleranlage sieht aus, als würde sie jeden Moment auseinanderfallen. Danke. Na? Das ist dann wohl der große Bruder vom Steinhammer. Ach ja, Freunde. Das ist dann wohl der große Bruder vom Steinhammer. Ich
weiß jetzt hier nicht mehr so recht weiter, Freunde. Ich werde hier nochmal ein bisschen ausprobieren und mich ein wenig mit der Grafikspur unterhalten. Vielleicht hat sie ja was zu erzählen. Ich werde mich dann mit dem nächsten Teil zurückmelden, wenn ich weiß, wie es hier weitergeht. Also, wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.